Dacă nu bat jocorii pe țivi, dacă nu-ți place să vei, și să nu te ții mai mândru, că ai fi mai bun ca el. Wir haben gesiegt, 1-0 Menschlichkeit im Kampf gegen die Technik. Liebe Gäste, liebe Freunde, alle Anwesenden, das Highlight, würde ich sagen, des Zipzer-Treffs 2024 ist dieser Film, den wir Ihnen heute vorstellen werden. Ich will jetzt noch nicht zu viel erzählen, über was es im Film geht. Die Fragen gerne dann anschließend. Ich will aber ganz wichtig eine ziemlich kurze Geschichte erzählen, eine Minute lang. Letztes Jahr an einem Abend habe ich und ein Freund von mir aus Berlin nach einem Film gesucht, den wir an diesem Abend schauen können, und haben zufällig gesehen, dass es in einem kleinen Kino in der Nähe von der Wohnung, in der ich gewohnt habe, diesen einen Film gab, der sich Die letzten Österreicher nannte, und waren erstaunt, dass es sowas gibt, dass es in Berlin Publikum gibt. Und dass dieser Film nicht ganz, aber teilweise über unsere Minderheit abstammt. Ich habe Lukas geschrieben, wir haben uns kurz vor dem Film getroffen, hatten ein ziemlich gutes Gespräch, haben den Film geschaut, und das Gespräch ging anschließend bis tief in die Nacht, und ich habe die Gelegenheit natürlich genutzt, um Lukas einzuladen nach Rumänien, damit wir auch diesen Film gemeinsam sehen. Schönen guten Abend, buonasera, seara. Wer versteht mich denn, wenn ich so spreche in deutscher Sprache? Wer versteht mich, wenn ich Südtirolerisch rede? Ich komme kapaschpasch schon in Ladin. Niemand. Meine Muttersprache ist auch rätoromanisch. Wir haben einiges gemeinsam. Also unsere Sprache kommt aus Südtirol. Es ist eine romanische Sprache, die von wenigen Leuten gesprochen wird. Also wir haben einiges gemeinsam. Oh.
machen wie auf die alten Tag. Nur ausreisen wir, uns Haus stehen lassen und gehen in der anderes Land leben. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ja, und wir sind gescheiter gestiegen. Aber jetzt erscheint alles. Also kurz war der Ton weg. Es war ein kurzer Stummfilm, aber ich denke, die Bilder sprechen auch für sich. Wie bin ich zu diesem Film gekommen? Ja, erstens, im Film habe ich mich kurz auch hier wiedergefunden. Da sind sie eigentlich, wir sind gar nicht so weit weg. Also Luftlinie sind es keine 20 Kilometer zum Theresiental. Und das Tal ist so faszinierend. Also als ich das erste Mal da war, habe ich die Protagonisten aus dem Film kennengelernt. Und da stand eigentlich auch die Frage, was da sich erhalten hat und was da gerade passiert ist, muss festgehalten werden. Und genau bei der Wegfahrt wusste ich, das muss ein Film werden, das muss festgehalten werden und das muss für die Nachwelt erhalten bleiben. Wie Frau Poli, wenn treffen darf, dann kann ich österreichisch und deutsch sprechen. Für mich ist es besser, soll ich nicht vergessen, weil es ein österreichischer darf. Also Lukas, nochmal danke, dass du da warst und das Gefühl, dass dieser Film erzeugt hat heute, ist ähnlich wie beim ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe. Und es ist schön, es ist quasi so eine Reise in die Vergangenheit. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, Wieschau sah nicht viel anders aus vor 30, 40 Jahren, als jetzt in einem Film gezeigt. Und trotzdem noch schön zu wissen, dass es ein Fleckchen Erde gibt, wo Menschen leben, die unserer Minderheit sehr nahe sind. Und die auch quasi dieselbe Geschichte hatten. Und ich finde, das eine sowohl das andere ist mit diesem Film ziemlich gut gelungen. Was ihr besser erhalten habt, ist natürlich, von der gelebten Kultur. Also dieses Fest, das sind Sachen, die im Königsfeld nicht mehr stattfinden könnten. Das ist eigentlich dort den Menschen bewusst, dass sie die Letzten ihrer Art sind. Also sie wissen, ihre Kinder werden entweder woanders aufwachsen oder eben nicht mehr den Dialekt, die Sprache sprechen. Von Brauchtum ist auch nicht mehr viel vorhanden. Also wir haben ein bisschen gesehen, die Sonnenwendfeier, das ist ein Brauchtum, der sich fortsetzt, auch wenn die Menschen nicht mehr Deutsch sprechen. Die singen das nach, obwohl sie nicht wirklich wissen, was das bedeutet. Aber ich wünsche euch sehr, dass ihr das besser hinkriegt, dass ihr eure Kultur weiterhin so erhaltet und auch diese Feste, die Tracht, die Fahne, das sind alles Sachen, die in Königsfeld leider verschwunden sind und auch ein bisschen wehtut, wenn man das begreift. Und genau, ihr macht das sehr gut auch mit diesem Fest, dass ihr eure Identität aufrecht haltet. Es gibt eine Parallele zu wie die Königsfelder das handhaben. Zum Beispiel, die haben die Druschba dort versucht anzuklopfen und mit Hammer. So haben wir versucht, unsere Technik zu beherrschen. Das sind immer so Sachen, die wir wahrscheinlich die Karpatendeutschen improvisiert machen. Es funktioniert letztendlich, aber es funktioniert natürlich nicht professionell. Wir werden es bei der nächsten Filmpräsentation viel besser machen.